und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf Zwergenfürst. Einem Projekt, das wir noch nie so hatten. Einem neuen Let's Play, einer neuen Let's Play-Reihe von einem Genre, das auf diesem Kanal noch nie existiert hat. Echt oder normal? Eigentlich müsste ich leicht machen, weil es ist mein erstes Resident Evil. Aber ich will mir auch irgendwie mal normal antun. Bietet eine ordentliche Herausforderung, bietet eine leichte Herausforderung. Wir machen leicht. So. Hier sieht schon sehr einahmend aus. Ja. Sieht doch wundervoll aus. Hier würde ich gerne mal übernachten. Auf jeden Fall. So, da blutet's raus. Hervorragend. Oh wei. Der sieht aber ziemlich tot aus. Na? Ist er tot? Okay, der scheinbar nicht. Der lebt scheinbar nicht mehr. Oder doch? Aber der hinter ihm, da kommt ein Kumpan. Mit dem Herr. Und der ist gefährlich. Welchen Quicktime-Event. So mal ein bisschen schießen. So mal ein bisschen ballern. Damit wir die ganze Nacht hier noch überleben auf dem Schiff. Verballer hier direkt mal Munition. Stirb Kartoffel. Rangreifen in den Kadaver und das Metall rausholen. Lecker. Das verfaulte Fleisch. Ich hab da was. Na dann, auf zur See, würde ich sagen. Wo ist's Monster? Oh, Entschuldigung. Ich war gerade auf Toilette. Wollte ich nicht stören. Wollte ich nicht stören, Junge. Tut mir leid. Sorry. Muss mich deshalb aber nicht angreifen. Muss mich deshalb nicht angreifen. Junge. Wollte ich nicht stören. Sorry. Sorry, dass ich dich beim Geschäft gestört habe. Das ist aber kein Grund, so aggressiv zu werden gleich. Das kann man doch alles mit Worten regeln. Ich dachte, das Schiff ist unbelebt. Au wei. Okay, jetzt ist es unbelebt. Und da war noch jemand. Ich frage nochmal, hat irgendjemand etwas hier, womit ich mich heilen könnte? Ich fühle mich gerade nicht so gut. So. Sag mal, haben wir den schon untersucht? Und da ist doch ein Item. Da haben wir ein Item gefunden. Ich glaub's nicht. Haben wir es übersehen? Flugplan aufgenommen. Ach du Schande. Haben wir das hier die ganze Zeit drin? Das könnte uns dabei weiterhelfen. Mal sehen. Sie wollten zum Valcoyne-Mackie-Flughafen. Oder wie Gimli sagen würde, eine Mine. Gimli-Zitat beim Zwergenfürst muss auch mal sein, auch in einem Resident Evil-Film. Spiel natürlich. Och, die sind hier direkt vor meiner Fratze. Friss mein Messer. Friss mein Messer, du Wolf.
Heute gibt's kein Mittagessen für euch. Nein. Mich isst niemand zum Mittag. Oh oh. Mir geht's bescheiden. Zum Glück habe ich noch Heilmittel hier. Oh. Lecker. Getrocknetes Blut. Vielleicht ist noch etwas drin. Ja, ein Schraubenzieher. Zumindest in der Demo war ein Schraubenzieher drin. Oh, korrekt. Okay. So setzt man die also ein. Zack. Und da schmilzt es. Oha, 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 da kommt noch einer von der Sorte. Ich will meine Waffen. Waffen her. Die abhandengekommene Ausrüstung wurde hinzugefügt. Geil, ich habe wieder meine Waffe, ich habe wieder. Nice, nice, nice. Finde ich cool. Klasse, ein Vorhängeschloss. Ja, aber ich habe keine Munition. Schieß du mal auf. Parker. Nein, nicht Parker. Hätte ich mir mal eine Kugel aufgehoben. Das Kommunikationssystem ist komplett zerstört. Wir können die Zentrale also nicht erreichen. Wir können den Kurs nicht ändern. Wir sind vollkommen manövrierunfähig. Das ist auch richtig. Wie es aussieht, kann der Täter noch nicht weit sein. Das ist auch richtig. Ops. Halt, Puffer Break. Du zuerst, Parker. Wer zur Hölle bist du? Ich glaube, sie kommen deinetwegen. Sie finden dich süß. So, Waffe wechseln, Waffe wechseln. Zack. Zack, zack, zack. Drei Schuss habe ich noch. Zack, zack. Noch ein bisschen mehr Schuss. Zack, zack, zack. Der kommt mir verdächtig nach. Keine Schuss mehr. Muss mit Messer kämpfen. Ich bin gleich tot. Ich bin so gut wie tot. Geht weg von mir. Geht weg. Ja. Der Lichter. Gehen Sie sorgsam mit Ihrer Munition um. Ja, guter Tipp. So. Wappen aufgenommen. Oh, das brauchen wir auf jeden Fall. Belebt wird. Und er lebt bestimmt auch noch. Lecker. Maden. Muss ein qualvoller Tod gewesen sein. So. Oha, da kommen wir durch. Boah, gut gesichert. Sehr gut gesichert. Darum, was wohl dahinter sein mag. Ja, und nu? Und dreht sich's weiter. Oha, ein neuer Korridor. Das nenne ich ein Kreuzfahrtschiff. Man yep. Fühlt sich wie bei der Titanic. Wo ist denn dieser Notfallkommunikationsraum? Oh, hier haben wir wieder eine Sicherungstruhe. Das Filtern wird eine Weile dauern. Hätte ich wissen müssen. Ich komme später wieder. Okay. Soll ich dann hier schon mal warten? Ich würde da nicht runter Bahn gehen. Ja, da gehe ich bestimmt nicht rein. Ja. Okay, lassen wir ihn in Frieden. Lassen wir ihn weiterlaufen. Der tut nichts. Der will nur spielen. Ich öffne mal das Schloss, oder? Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, was ist denn das für ein... Was ist denn mit dir los?
Alter Schwede. Ist das Mayday? Das Mayday. Ist schon April. Ist kein Mayday mehr. Oh, hab Angst, das Schloss aufzuschießen. Naja, jetzt hat er mich erstmal, würde ich sagen. Ja, wundervoll. Hier war was, da können wir was reinlegen. Da mal Wappen. Jetzt können wir die Flinte rausnehmen. Schrotflinte. Oha, und dann kommt der Liebe hier aus dem Schrank. Nicht besonders lecker. Okay. Nicht so lecker! Okay. Mein, da steht Casino. Erster Stock, ja, erster Stock. Erster Stock. Gucken wir mal hier um die Ecke. Guck mal. Ja, das ist doch alles eben hier. Wo ist das hier, der erste Stock? Wo ist. Das ist doch hier. Erdgeschoss. Bin ich sogar. Eins. Oha. Strom wieder einstellen. Und es blinkt und blitzert wieder. Und dann bekommen wir hier sicherlich auch Münzen. Und in der Taste drücken. Ja. Yep. Oh Mist. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Oha, 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 oha. Na gut. Hier geht's ganz weit runter. Okay, es war hier. Scheiße. Mein rechter Arm ist zweigeteilt. Oh, komm, bitte. Eine schöne gute Nachtgeschichte. Blut überströmt, kann meine Knochen. Oh, brauche dringend Arzt. Die Schrift ist mit Blut bedeckt. Oh, und da ist er schon. Schießt zu viel daneben. Aber es ist besser mit dieser Waffe. Ich mag diese Waffe. Die ist sehr effektiv. Ach, schon tot. Hui. Schlüssel, Aufzugschlüssel. Perfekt. Du bist so ein Trampel, weißt du das? Sorry, Grinder. Aber so einer. So ein heftiger. Jetzt kann es mal weitergehen. Da ist etwas, aber ich weiß nicht was. Wir sehen es nicht. Ein Geister? Ich glaube nicht an Geister. Oh, übel. Hey, hat er da gerade was verloren? Oh, das hat bestimmt wehgetan. 10 Cent kriegen würde, bin ich von dem Leuten angegriffen. Würde. Dann könnte ich mir wohl schon einiges kaufen. Hoch. Und da ist irgendwas im Wasser. Ja, es greift an. Und da mal ein Schlüssel. Naja. Nochmal dreimal auf dem Weg angegriffen. Keine Heilung. Nicht auf dem Weg sterben. Nein, 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 nein. Zack. Niemand zu Hause. So sieht's aus.
würde ich mal sagen. Ja, komm. War doch dran. Dankeschön. Yes. Haben wir's. Durch da. Geht doch nicht. Was? Der funktioniert? Glaube ich nicht. Gut, jetzt kommen wir zum Aussichtsdeck. Glaube ich nicht. Der Fahrstuhl funktioniert. Ach ja, war klar. Was zum? Da oben ist was. Aufschießen. Ja. Ist das nicht derselbe von vorhin? Ja. Natürlich ist das der. Ein Bosskampf. Der ist aber stark gepanzert. Feststelle. Zack. Und was soll ich denn machen, außer den Wind wirklich zu schießen? Stern vielleicht.